auch du heute dir Zeit genommen hast. Gerne. Und ich habe ja selber gegründet vor 20 Jahren und habe lange Zeit immer gedacht, nachfolgen ist doch viel einfacher. Die können sich dann ins gemachte Nest setzen. Inzwischen weiß ich durch die vielen Nachfolgebegleitungen, dass das so seine ganz eigenen Herausforderungen hat. Ja. Ja. Und du bist ja auf zwei Seiten unterwegs heute. Du bist zum einen Nachfolgerin, da wirst du gleich was sagen, und zum anderen hast du natürlich in deiner Kanzlei auch viele Nachfolgen, die du begleitest. Ja. Vielleicht erzählst du ein bisschen was zu dir als erstes. Ja, will ich gerne machen. Du guckst auf die Zeit, ja? Genau. Du bist nicht, du bist leise. Ja. Du hast das Mikrofon da. Also ich kann es jetzt bei mir lauter stellen, wenn, so, wenn die anderen Probleme haben damit, müssten sie einfach nochmal ein Laut geben. Ja, genau. Ich kann auch nochmal versuchen, das Fenster zuzumachen, dann ist es vielleicht noch einfacher. Aber ja. Soll ich machen? Ja, das ist besser. Mhm. Genau, es ist immer so ab und zu mal so das Brummen. Also, ein neuer Versuch. Wunderbar, super. Ja, gut. Ich bin seit dem Jahr 2004 Steuerberaterin und das war eine Art von Unternehmensnachfolge, ja, nach meinem Vater. Ich bin Steuerberaterin und mein Vater war Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt und auch Fachanwalt für Steuerrecht, also schon auch in der Branche unterwegs. Mhm. Ich war auch schon viele Jahre mit ihm unterwegs. Inzwischen habe ich so ein bisschen die Schwerpunkte aufgenommen und bin also Fachberaterin für Restrukturierung und auch für internationales Steuerrecht. Bin jetzt Mitte 40, also das, was alles so heute vielleicht in Punkt 1 erwägen wird, das ist jetzt schon 15 Jahre her. Ist also schon auch viel passiert. Ich bin immer noch in Siegen hier, am Standort des Büros, wo auch mein Vater damals tätig war, und habe ein total neues Team, also von den Köpfen. Jetzt ist auch eine Generationenfrage, selbstverständlich. Hat sich sehr, sehr viel getan, auch in der Technik. Aber wir machen immer noch Steuern und ich sage, ich kann auch kann nur steuern. Das war aber vielleicht für manche doch etwas anderes, weil eine Schwerpunktverschiebung stattgefunden hat. Okay. Mhm. Okay. So, was gab es wohl jetzt auch mit dem Abstand, sagen, wo du sagen würdest, ja, das war ein Fehler, das hätten wir besser anders gemacht? Also, was hätte ich anders gemacht? Fehler. Ich glaube, es gibt jede Menge. Ich versuche mal gleich mich auf drei zu beschränken. Sicherlich ist es ganz, ganz schwierig, in der Nachfolge klar zu sein, wenn man nicht selbst ganz klar ist. In meinem Fall war die Nachfolge jetzt nicht wirklich so aktiv begleitet und geplant, weil mein Vater dann krank wurde. Und wir haben zwar schon immer zusammengearbeitet, aber ich war eigentlich wahrscheinlich auch noch nicht wirklich ganz bereit. Also fachlich ist das eine, aber das andere ist eben so das Thema Führung oder Selbstklarheit und dann auch das Mentale in dem Zeitpunkt. Mein Vater verstarb dann und der Fehler ist vielleicht, dass wenn man dann eben nicht klar ist, dann merkt man nicht, dass man für die anderen auch nicht klar ist. Ja, es ist also sehr viel, sehr gut gelaufen und ich will mich auch überhaupt nicht beschweren. Ich bin sehr glücklich. Im Nachhinein bin ich auch dankbar ganz, ganz vielen Leuten, aber wir wollen ja heute über die interessanten Punkte sprechen und vielleicht nicht so alles nur ganz toll. Also der Fehler ist wirklich das Thema Klarheit in den Signalen, dass man sich da für Zeit nehmen muss, auch wenn die Ereignisse sich überschlagen, und dass man eben sich dann auch Hilfe holen sollte. Mhm. Okay, ja. Es ist einfach ein ganz komplexes, also du sprichst mir aus der Seele, das ist das, was ich immer wieder, es ist so ein komplexes Geschehen, dass einfach auch die Frage ist, wo fange ich an? Und es, beide Seiten brauchen immer wieder Klarheit. Jeder muss sich für sich sortieren und dann muss man wieder zusammen, ist es so oder anders, und dann wieder sortieren. Das ist einfach ein Prozess und das ist nicht was, was vom Himmel fällt und plötzlich da ist
und die wenigsten machen Nachfolge mehrfach. Ja, also es ist ja immer, man ist ja immer, macht es zum ersten Mal und ja. Das ist so das eine, was du bei dir selber, vielleicht auch bei deinem Vater, so was sich zwischen euch abgespielt hat. Gab es auch von außen vielleicht entweder Ermutigung oder Widerstände oder Unterstützung oder wie hat die Umwelt reagiert? Vor 15 Jahren war es ja noch weniger selbstverständlich. Also es ist ja auch heute noch nicht die erste Wahl ganz häufig. Aber also Frauen sind nach wie vor in der Unternehmensnachfolge die zweite Wahl. Wie war das bei dir damals? Also innerfamiliär überhaupt gar kein Thema, denn ich hatte ja eben schon knapp 6 Jahre hier mit meinem Vater zusammengearbeitet und ich war auch die Einzige aus der Familie, die hier aktiv war. Wir hatten die Steuerabteilung, mein Vater war Rechtsanwalt, er war Notar, er war Wirtschaftsprüfer und deswegen war es innerfamiliär schon klar, dass ich das gerne machen würde. Aber von außen die Widerstände, ich sag mal außen im Sinne von Kunden, hat man einfach gemerkt, die haben mit den Füßen abgestimmt. Also manche Dinge waren auch selbstverständlich, dass ich das dann gesagt habe, das gehört gar nicht zu meinem Kompetenzbereich. Ja, das musste ich schon auch berufsrechtlich sein lassen, verkaufen, abgeben. Mhm. Andere Dinge, was die Mitarbeiter angeht, das war nicht so klar, dass da so viele Ängste mit verbunden sind. Mhm. Also dieses Thema, ist das jetzt weiterhin so kuschelig und kann ich weiter so mein Ding drehen oder gräbt jetzt jemand meine Kontakte ab? Also ich habe das ein paar Mal sehr stark erlebt, dass so dann diese Abteilungsängste hochkamen und dann jemand sogar zu mir gesagt hat, oh, wenn mein Vater das wissen würde, der würde sich im Grab umdrehen. Ja, und mich dann auch persönlich richtig hart angegangen ist. Da muss man eben mit diesen Widerständen, da muss man klarkommen und sagen, also wo stehst du? Was ist jetzt davon richtig? Mhm. Und was ist einfach nur ekelhaft an dem Punkt? Ja. Mhm. Okay. Was war denn so die, wo du sagen würdest, da denke ich besonders gern dran, das hat einfach gut getan, so von den Erlebnissen, Erfahrungen im Zuge der Nachfolge. Und was war das, wo du sagst, das war schmerzlich? Also was sehr schön war, ist, ich habe mich ja bewusst entschieden, das fortzuführen, also Nachfolge. Das heißt, man geht erstmal mit ein paar Punkten die ausgetretenen Wege, bis man eben seine eigenen Pfade dann findet und umformt. Und dann da hat mir Spaß gemacht, eben von den Erfahrungen aus Sicht der Kunden zu profitieren. Dass man eben dann auch obwohl ich ja mit draußen war, aber als ich dann alleine nach draußen ging, hörte so und so, das ist gut angekommen, das fand ich toll und so die alten Geschichten. Das macht dann schon Spaß, weil man dann diese Verbindung spürt. Mir hat auch Spaß gemacht, eben Dinge auf diese Weise sehr, sehr lange begleiten zu können. Und auch Themen zu bearbeiten, die man eigentlich in meinem Alter sonst gar nicht hingelegt bekommt. Also ich habe sehr früh mit sehr schwierigen Themen zu tun gehabt, weil es von der Altersklasse der Kunden dann einfach schon angesagt war und habe mich deswegen auch gezwungen gesehen, diese Dinge schon alle sehr, sehr gründlich aufzubereiten. Das war super. Schmerzlich war natürlich festzustellen, dass man eben auch manche Sachen loslassen muss. Weil einfach die Zeit auch vorbei ist und das dann auch gut sein muss. Und zum Beispiel so hatte ich auch einen sehr, sehr netten Mandanten, der dann sagte, ja, also ihr Vater war ja ein Pächter und ein sehr eleganter und sehr guter Berater, aber jetzt hier brauchen wir eine Dampfwalze und das sind sie nicht und das tut uns leid, aber wir müssen ihm sagen, wir haben uns eben für jemand anderen entschieden, zum Beispiel. Ja, ja, dann stellt man fest, da ist man nicht böse, aber das ändert sich. Also das sind tatsächlich dann Veränderungen und dann geht was und es kommt was Neues. Also das muss man eben dann auch ganz mutig wissen, wo stehst du? Und schmerzlich war an dem Punkt, dass eben viele vielleicht genutzt haben, bislang unausgesprochene Dinge dann zu dem Zeitpunkt eben anzubringen. Also für Unternehmensnachfolger, die müssen darauf gerüstet sein. Man sollte sich dann an dem Punkt auch immer wieder selbst fangen können, also das Gleichgewicht dann nicht verlieren. Okay. Armut, im Thema Unternehmensnachfolge erlebe ich immer wieder, dass die Zeit, die man dafür braucht, unterschätzt wird. Wie lange war dieser Prozess bei euch? Also von dieser ersten Überlegung, ja, du
Das könnte eine Option, eine berufliche Option für dich sein, bis zu dem Punkt, bis du dann die Unterschrift geleistet hast und es wirklich so den Hut aufhattest, bis hin, wo du sagen würdest, ja, und dann war ich wirklich angekommen. Das sind ja so Phasen auch. Ja, also die Entscheidung, dass ich dafür in Frage komme, die war damit gefallen, dass ich aus meiner vorherigen beruflichen Situation eben zurückgekommen bin nach Siegen ins Büro. Und da war mir schon klar, du gehst dir nicht, weil du irgendwann als, was weiß ich, du kündigst nicht. Und mein Vater hat auch, der fand das toll. Also wir haben super zusammengearbeitet, das war fantastisch. Also die Entscheidung war 1998 gefallen. Aber in einem Beruf wie dem unseren reicht es nicht, dass man das einfach möchte, sondern man muss halt dann auch noch die Zulassung eben haben. Und das heißt, neben dem Tagesgeschäft muss man dann eben noch die Examina machen. Und das hatte ich dann 2003 gemacht. Mhm. Und dann stand eben an, dass mein Vater und ich dann in Partnerschaft gehen würden. Ja. Und das heißt, gut, dann haben wir 5 Jahre, was das angeht. Ja. Also ich war vorher beruflich aktiv. Die kam dann rein in den Organismus und also vielleicht 5 Jahre, kann man sagen. Allerdings, dann wurde mein Vater krank und dann ging alles sehr schnell. Okay. Und wie lange würdest du sagen, ab dort, wo du dann also Partnerin warst, dann hast du ja die Unterschrift geleistet, bis du dann sagen würdest, so, da war da den Punkt, wo ich wirklich sagen würde, ich hatte die Zügel souverän in der Hand und habe die Kanzlei geleitet. Wie lange würdest du diese Phase benennen? Also bestimmt nicht 2004. Bestimmt nicht. Mhm. Also ich bin an dem Punkt unsicher, aber ich würde sagen, vielleicht im Laufe des Jahres 2004, 2005. Also 1-2 Jahre hat es gebraucht, trotz aller fachlichen Expertise, die du ja schon in der Kanzlei vorher hattest, dann eben in der Kanzlei deines Vaters im Büro und dann trotzdem nochmal, das ist eben, darum frage ich so nach, das wird oft völlig unterschätzt, ja, dass es ganz was anderes ist, wie ich fachlich aufgestellt bin, dann wirklich sagen, so, jetzt nehme ich relativ stressfrei Leitung wahr. Also in meinem Beruf, also Steuerberater ist, glaube ich, die Quote jetzt schon besser, aber bei den Anwälten, bei den älteren Anwälten war es ja schon auch so, das ist ja schon eine Männerdomäne. Mhm. Und ich erinnere so ganz entfernt noch den Spruch eines angestellten Anwalts, der sagte, ich werde mir doch von der Tochter meines Chefs nichts sagen lassen. Und da ging es ganz konkret darum, dass es für mich sehr unangenehm war, dass er rauchte im Büro und dass auch, er hatte so ein Zimmer sehr nah zum Eingang und dass er halt dann dieser ganze Wabergeschrank dann immer durchs Büro kam und ich mich dann schon mal bemüßigt sah, zu sagen, dass ich das nicht gut finde, ja, rauchen im Büro. Und dann kamen eben solche unflätigen Bemerkungen. Mhm. Und dann hat er sich nicht mit mir auseinandergesetzt, sondern einfach nur gesagt, mit der Tochter vom Chef und so weiter. Das war dann fertig. Ja. Mhm. Okay. So. Mhm. Ja. Ja, und jetzt so als Fachfrau frage ich nochmal, also die andere Seite. Gibt es eine Rechtsform, wo du sagst, ja, die ist die richtige für die Nachfolge, wobei das ja auch immer sehr abhängt, bei dir ist es Partnerschaftsgesellschaft, du gehörst zu den freien Berufen, was eben oft, wenn da 2 oder 3 mit in der Leitung sind, dann die Form ist. Aber das, ja, sag du mal was, du bist die Fachfrau zu der Rechtsform. Ich würde es tatsächlich auf die Art der Tätigkeit abheben wollen, aber je nachdem, um was es geht, in welcher Größenordnung, halte ich persönlich die GmbH als geeignete. Und dann muss man gucken, was eben vorhanden ist, was übergehen soll. Mhm. Ob es, wenn es viel Grundvermögen gibt und das ist das große Thema Grunderwerbsteuer, ob man dann eben mit Personengesellschaften besser klarkommt, auch welche Werte die haben, wo es gelegen ist, das muss man sich ganz genau angucken. Aber ich würde sagen erstmal, ich würde grundsätzlich keine Unternehmensnachfolge in einer Einzelunternehmerstellung machen. Denn ich habe gewachsene Strukturen, ich habe Dinge eben, die mir so nicht präsent sind, immer eine haftungsbegrenzende Rechtsform.
Okay, nochmal ein wichtiger Hinweis. Okay. Bei dem Thema Steuern, da gibt es ja ganz, da gibt es ja Gestaltungsspielraum, der oft eben auch davon abhängt, dass man genügend Zeit hat im Vorfeld, bevor dann die eigentliche Vertragsunterzeichnung ist. Aus steuerrechtlichen Gründen, was würdest du sagen, was ist eine gute Zeit, um nochmal angemessen zu investieren? Gibt es da auch Unterschiede firmenintern, familienintern und externer Verkauf? Was ist so eine Zeit, die du klug findest aus deinem Fachgebiet heraus? Ja, also da sprichst du jetzt das Thema zum Beispiel an Verlustnutzungen bei Anteilsübertragungen. Wenn ich noch übrige Verluste habe aus Vorjahren und dann Anteile verkaufe, auch verschenke, also Anteilseignerwechsel habe, dann geht das schon mal kaputt. Und daher würde man in dem Zeitraum, wo man das plant, natürlich ganz, ganz kritisch gucken, will ich jetzt vor der Übertragung noch investieren oder machen wir das nachher? Nehmen wir gewisse Sonderabschreibungen jetzt in Anspruch oder nehmen wir die junge Figur jetzt schon hinein? Das ist aus Finanzierungsgründen ja manchmal auch ganz sinnvoll, wenn noch eine weitere Figur dabei ist. Kluger Zeitpunkt ist sicherlich dann, wenn ich nicht steuerliche Verluste dadurch verliere. Kluger Zeitpunkt ist auch, wenn ich nicht sensationell gute Jahre habe vorher in der Bewertung. Denn ich, egal ob ich verkaufe oder verschenke, ich bin ja immer bei der Unternehmensbewertung aus steuerlicher Perspektive. Ja. Innerhalb der Familie bin ich vielleicht geneigt, das nicht gegen einen Einmalkaufpreis abzugeben, sondern mache das dann gegen lebenslängliche gleiche Zahlungen, also gegen eine Rente, ja, oder wirklich als Schenkung. Aber ich habe ja aus der ertragsteuerlichen Sicht dann als abgebende Person immer das Thema Schenkung oder Aufdeckungsstiller Reserven. Also man plant sowas tatsächlich auf einen Horizont von 8 bis 10 Jahre Minimum. Denn möglicherweise geht es nicht um das Komplette, was ich übertragen will, sondern ich mache das in Schritten. Also ich etabliere dann erstmal eine Personengesellschaft, KG, ne, GmbH und Co. KG, und übertrage dann Anteile hinterher weiter. Das ist wirklich langfristig, ja. Wobei man oft sagen muss, der erste Schritt mit der Übertragung ist dann auch der Schritt, den eben die junge Nachfolgerin in die Lage versetzt, aktiv zu sein, in die Geschäftsführung zu kommen, Entscheidungen zu treffen, auch wahrgenommen zu werden. Und dann kann man ja dann als abgebende Generation sich noch Anteile auch zurückbehalten. Das kommt ganz, ganz darauf an, ob ich auf der abgebenden Seite noch andere Ressourcen habe. Das ist so pauschal, wie wir jetzt drüber sprechen. Einfach nur die Botschaft, 10 Jahre, mindestens 10 Jahre. Ich habe dich richtig verstanden, 10 Jahre. Wenn es wirklich was dahinter hat, ja. Also wenn es gewisse Dinge sind. Weil das der Teil ist, wo wir scheinen, das wird völlig unterschätzt, dass da einfach Möglichkeiten sind, dass das individuelle Lösungen braucht, ist klar, ja. Aber das ist eben so, wenn ich mein Part, wo ich den Übergeber, da ist schon immer, dass ich sage, 5 Jahre ist eine gute Zeit, mit 3 Jahren vor. Wenn dann Plan A nicht aufgeht und man braucht Plan B, dann wird schon eng, ja. Aber bei dir ist es ja nochmal ein längerer Vorlauf in deinem Fachgebiet, wo einfach klug ist, in Ruhe drüber nachzudenken, wie macht man das? Also der Steuerberater sollte nie das einzige Wort in einem solchen Projekt haben. Aber wir haben nach dem Umwandlungsrecht und nach dem Einkommensteuerrecht so gewisse Schonfristen, Anstandsfristen dabei, ja. Und daher spreche ich auch von diesen langen Zeiträumen. Ja, jetzt gibt es ja Steuerberater, die haben sich auf das Thema Unternehmensnachfolge ganz speziell, Fachgebiet Nachfolge. Ist das wichtig, dass da jemand spezielle Erfahrung hat? Oder ich sage jetzt mal so, ich kenne mich so auch jeder Wald- und Wiesensteuerberater sowas kann. Also es gibt, eine schwierige Frage. Also Es gehört zum Handwerkszeug jedes Kollegen und es ist auch die Klaviatur, auf der wir unterwegs sind. Sicherlich ist es ein Signal nach außen, wenn ich noch eine Fachberaterbezeichnung dafür habe, zeigt mein Interessensgebiet. Aber man darf dem einzelnen Kollegen ruhig unterstellen,
dass er mit solchen Dingen, gerade wenn er die Firma gut kennt, ja, dass er dann auch die Unternehmensnachfolge gut begleiten kann. Also ich würde nie sagen, wenn ich jetzt das Projekt habe, gehe ich zu einem neuen Kollegen, der jetzt dieser Fachberater ist, weil die intime Kenntnis des Objekts, um das es geht, was also übertragen werden soll, das ist so, so wichtig. Und also die gesetzlichen Vorschriften gelten für uns alle. Ja, das ist einfach so. Und dann sollte man in der Regel ja auch noch einen Anwalt dazu haben. Also, ich meine, ich habe Fachberaterbezeichnungen und ich würde trotzdem sagen, es ist ein typisches Basisthema für uns als Steuerberater. Okay. Du hast mit vielen zu tun, eben mit Unternehmern, die entweder, irgendwann kommen alle in das Alter, wenn du sagst 10 Jahre, heißt das, dass man mit Anfang Mitte 50 langsam überlegen muss, was wird denn dann in 10 Jahren sein? Traditionell sind immer noch 53% der nachfolgenden Familien intern. Immer noch wird der Sohn bevorzugt. Also das reduziert ja die Möglichkeiten dessen und auch das volle Potenzial, was eventuell möglich wäre oder zur Verfügung steht, wenn es so Einschränkungen gibt. Was aus deiner Erfahrung als Steuerberaterin, du siehst ja da viele kommen und gehen, die Unternehmer sind, kann jede Person Unternehmer sein lernen? Kann jede Person Nachfolge antreten? Wenn sie will. wenn sie sich unter die Arme greifen lässt dazu. Also ich denke, es gibt Persönlichkeitsstrukturen, die erfolgreiche Nachfolge ausschließen. Okay. Ja, also ich glaube auch, dass wenn ich was ganz, ganz grundlegend Neues machen will, die Welt revolutionieren, dann, und die Idee wirklich so irre sensationell ist, dass es was ganz, ganz Neues ist, dann mag es sein, dass ich für Unternehmensnachfolge ungeeignet bin, weil ich habe Strukturen, die ich übernehme. Ich habe Verträge, ich habe Arbeitsverträge, Lieferantenverträge, wie auch immer. Und wenn ich jetzt wahnsinnig davon abgehoben bin, dann kann ich die anderen gar nicht mitnehmen. Und dann wird auch das Bestehende darüber kaputt gehen. Also es gibt tatsächlich Situationen, wo ich sagen würde, dann gründe neu. Dann mach was Eigenes, mach keine Nachfolge. Und dann gibt es natürlich auch diejenigen, die sind nicht geeignet, in Führung zu kommen. Okay. Also auch da höre ich nochmal sehr zu gucken, was ist das, was der Nachfolger will und passt das zu seinen Ideen, zu seiner Persönlichkeit. Ich höre aber auch, führen und Unternehmer sein ist etwas, was Menschen lernen können. Also das ist ja das, was ich das gerne höre, weil es gibt kein Unternehmergehen. Das war ja jahrzehntelang so, dass man immer dachte, gibt welche sind zum Unternehmer geboren und die anderen können das nicht. Der Punkt ist, ich muss bereit sein, was zu lernen, ich muss mich unterstützen lassen. Es ist eine steile Lernkurve und da ist, glaube ich, wurscht, ob ich selber gründe oder nachfolge. Ich brauche die Bereitschaft, mich ständig in unterschiedlichsten Fachgebieten weiterzuentwickeln. Ja, und als Basis würde ich jetzt von meiner Erfahrung ausgehend sagen, fachlich muss das natürlich alles so sein, dass man auch damit an den Markt gehen kann. Ja, also ich kann da nicht, wenn ich sage, jetzt will ich eine Dienstleistung anbieten oder ein Produkt, kann ich nicht erstmal anfangen zu überlegen, ja, wie mache ich denn eine Steuererklärung? Ja, das geht nicht. Also ich muss schon, anders als vielleicht modern ist, bin ich der Meinung, ich muss schon wissen, wie das, was ich präsentiere, dann aussehen soll. Ja. Erstmal muss das Fachliche auch fertig sein. Zumindest meine ich das in meiner Branche. Aber das Menschliche dahinter, also da sollte Mann, da sollte Frau, also ich habe es nicht gemacht, ich hatte keine Zeit dafür, aber sich darüber klar machen, wie in dieser ganzen Bandbreite von Kundenkommunikation, wo man da steht. Also ob es ausreichend ist, ob es zu wenig ist, ob es als lästig empfunden wird, zu viel wird. Ja, also ich habe zum Beispiel einen Kollegen kennengelernt, der war so aktiv im Kommunizieren in seiner Gründungsphase, da haben die finanzierenden Institute schon gesagt, oh, jetzt ruft er schon wieder an, jetzt will er schon wieder mit einem Mittagessen gehen, ach, das ist ja furchtbar. Also er hat das zu aktiv gemacht, dass man sich da spiegeln lässt, dass man sich da vielleicht von der Persönlichkeit her auch mal benchmarkt. So. So eine abschließende Frage zum Ende. Almut, heute ist ja Unternehmensnachfolge durch Frauen Schwerpunkt.
Gibt es in deiner Erfahrung einen Unterschied, was Männer anders machen, was Frauen anders machen? Oder ist der geschlechtsspezifische Unterschied gar nicht so groß? Ja, ich kann jetzt nur aus dem Datenschnitt sprechen, den ich so erlebt habe. Ich glaube, dass wenn junge Frauen das Unternehmen ihres Vaters übernehmen, also die Fälle habe ich eigentlich überwiegend, dann gucken die genauer auf die Prozesse. Und dann werden viele Dinge, die so immer laufen, und das hat der Chef dann auch toll gefunden, weil das konnte er delegieren, denn das lief dann so, dass das stärker reorganisiert wird oder stärker eben in Frage gestellt wird. Okay. Prozesse intern. Und dann gibt es auch, teilweise gibt es ja auch diese ganz lustige oder interessante Situation, dass eigentlich der Chef ist der Inhaber, aber die Ehefrau daneben ist eine ganz, ganz wichtige Stütze dafür. Und so die interne Unternehmensberaterin. Und diese Streben, also zwischen der Frau des Chefs und der Nachfolgenden, ja, und gerade wenn es dann nicht innerhalb der Familie ist, dann gibt es ganz, ganz wichtige, schwierige Kommunikationsströme. Und das heißt, das ist schon was anderes zwischen Frauen dann. Ja. Ja, ja, ja. Ja, Almut. So, unsere Zeit geht dem Ende entgegen. Echt? Okay. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Da waren nochmal ganz viele Anregungen, habe so ein paar Sachen auch mitgeschrieben, weil es gibt ja eine Aufzeichnung. Und du darfst gerne jetzt hier in den Chat deine Kontaktdaten nochmal reinschreiben. Du sitzt in Siegen. Ich weiß aber, dass du online auch sehr unterwegs bist. Also für Menschen, die vielleicht auch von weiter weg sagen, ich suche eine kompetente Steuerberaterin, egal wo sie sitzt, bist du auch ansprechbar? Ja, und deine Kontaktdaten hier im Chat, und dann können Menschen, die mit dir reden wollen, gerne Kontakt aufnehmen. Ja. Dankeschön. Ja. Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ganz lieben Dank, dass Danke. Du dabei warst. Ja? Ich bin noch weiter dabei, genau. Ich höre jetzt weiter zu. Ja, super. Danke. Tschüss. Ciao.